Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 5, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Regelung des Rechts zur Hilfe und Unterbringung bei psychischen Krankheiten und den Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Es ist der Berichterstatter, der Kollege May. Bitte sehr, lass das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses vortragen. Sie lautet, der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen von SPD, DIE LINKE und FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Berichterstatter, Kollege May. Wir beginnen mit der Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Bartelt, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Psychisch-Krankenhilfegesetz stellt die Versorgung der Patienten in den Mittelpunkt. Es ersetzt das Freiheitserziehungsgesetz, das nur die Unterbringung zur Gefahrenabwehr beinhaltete. Es stellt psychisch und somatisch kranke Menschen gleich. Sie haben Anspruch auf qualifizierte Behandlung und Patientenrechte. Die Einschränkung des Grundrechts auf Bestimmung des Aufenthaltsortes kann nur in Abwägung mit dem Grundrecht auf Leben und Gesundheit unter definierten Bedingungen eingeschränkt werden. Durch Prävention und ambulante Hilfen sollen Einweisungen gegen den Willen des Patienten in stationäre Einrichtungen erheblich reduziert werden. In der Anhörung wurde uns die Häufigkeit dieser Erkrankung erneut vor Augen geführt. Die Vertreterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Main-Taunus-Kreises führte aus, wir haben 1.000 Akten. Wenn man davon ausgeht, dass 5% der Bevölkerung an einer schweren chronisch-psychischen Erkrankung leiden, dann liegen wir mit 1.000 Akten bei 200.000 Einwohnern genau im Durchschnitt, also 5% der Menschen sind betroffen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde in der Anhörung überwiegend positiv bewertet. Sie erbrachte Erkenntnisse, die in unseren Änderungsantrag aufgenommen wurden. Die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände ist für uns immer von Bedeutung. Hier ist sie aber besonders wichtig, da Kreise und kreisfreie Städte bei der Weiterentwicklung des sozialpsychiatrischen Dienstes in der Prävention und Krisenintervention entscheidend mitwirken. Der Hessische Landkreistag erklärte, Zitat, von Seiten des Hessischen Landkreistages wird der Gesetzentwurf befürwortet. Er dient auf jeden Fall der Förderung psychisch kranker Menschen und er bietet auch unseren sozialpsychiatrischen Diensten, die in unseren Landkreisen überwiegend bei den Gesundheitsämtern angesiedelt sind, Rechtssicherheit und einen Stellenwert, der sehr zu befürworten ist. An dieser Stelle, weiter Zitat, an dieser Stelle weise ich darauf hin, dass im Gesetz, das finde ich besonders gut, aufgeführt ist, dass es einen Mehrbelastungsausgleich für die kreisfreien Städte und Landkreise gibt. Ende des Zitats. Es sind ab 2017 2,9 Millionen € für die Einrichtung mehrstufiger ambulanter Hilfen, um Einweisungen unter Zwang zu vermindern. Ein Amtsleiter eines Kreisgesundheitsamtes befürwortete seinerseits nochmals ausdrücklich den Gesetzentwurf aus fachlicher Sicht. Der Landeswohlfahrtsverband begrüßte ebenfalls die Schaffung des Psychisch-Krankenhilfegesetzes, erhob die frühzeitige Unterstützung für psychisch kranke Menschen, Prävention und Krisenintervention einschließlich aufsuchender Hilfen hervor. So kann die Inanspruchnahme von Eingliederungshilfen durch den LWV vermindert werden. Der Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie begrüßte die Stärkung der Verantwortung der gemeindenahen Psychiatrie und führte aus, Zitat, dazu gehört auch die geregelte finanzielle Ausstattung der sozialpsychiatrischen Dienste für diese Aufgaben. Mehr würde man sich zwar immer gerne wünschen, aber ich bin froh, dass das jetzt zum Zuge kommt, da die sozialpsychiatrischen Dienste dadurch bessere Möglichkeiten haben, ihre Aufgaben wahrzunehmen. Ein letztes Zitat aus dem Reihen der Fachleute. Wenn das Gesetz so kommt, wie es vorliegt, gehe ich davon aus, dass ich 1 bis 2 Sozialarbeiterstellen mehr besetzen kann,
Ich denke, damit können wir schon eine ganze Menge tun, sagte die Vertreterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes aus dem Main-Taunus-Kreis. In den Stellungnahmen der differenziert kritischen Stellen, die kommen jetzt. Danke für den Beifall. In den Stellungnahmen der psychiatrischen Kliniken, die die Ziele des Gesetzes ebenfalls befürworteten, wurde gefordert, die Regelung der ambulanten Krisenintervention rund um die Uhr noch stärker hervorzuheben. Daher wollen wir im Änderungsantrag den § 4 ergänzen. Ambulante Hilfen sollen nach Möglichkeit auch außerhalb der Regelarbeitszeit zugänglich sein. Noch weitergehende Vorschläge, dass ab sofort flächendeckend eine ambulante Hilfe auch aufsuchend durch den Gesetzgeber garantiert werden soll, sind durch sehr respektable Motive entstanden, können aber dennoch nicht Grundlage des Gesetzestextes sein. Ich möchte das begründen. Erstens. Eine solche Aufgabe wäre von den Kommunen weder personell noch finanziell zu leisten. Der Arbeitsmarkt könnte besonders den fachärztlichen Bedarf derzeit gar nicht decken. Die Aufgabenstellung wäre zweifelsohne auch konnex. Zweitens. Der sozialpsychiatrische Dienst hat bei der Krisenintervention eine ganz wichtige Rolle, ist aber nicht der einzige Anbieter. Unser sozialpolitischer Arbeitskreis besuchte kürzlich eine Einrichtung des Caritasverbandes in Darmstadt. Wir waren von Kompetenz und Engagement sehr beeindruckt. Diese Strukturen und die zugrunde liegenden Vereinbarungen mit den gesetzlichen Krankenkassen wollen wir ausbauen. Die Koordination wird im Psychiatriebeirat detailliert diskutiert. Auch das Modell der Hanauer Psychiatrischen Klinik ist in diesem Zusammenhang positiv hervorzuheben. Und nicht zuletzt drittens. Die Kassenärztliche Vereinigung soll hier nicht aus der Mitverantwortung entlassen werden. Die niedergelassenen Ärzte können das nicht alleine leisten, aber der manchmal vorhandene Reflex, psychiatrisches Problem gleich notfallmäßige stationäre Einweisung, wird dem Sicherstellungsauftrag nicht gerecht. Es war übrigens bedauerlich, dass die KV keinen Vertreter zur Anhörung entsandte. Eine Aussage der Vertreterin des Dienstes im Main-Taunus-Kreis macht hier noch einmal besonders nachdenklich. Zitat: Ich komme aus einem Landkreis, in dem es formal 12 psychiatrische Fachärzte gibt, von denen aber nur noch 5 im Betrieb sind. Alle anderen machen Psychotherapie, Neurologie oder private Gutachten, zweifelsohne wichtige Dinge, aber sie dienen nicht der Akutversorgung von psychotisch Erkrankten. Dem muss die KV nachgehen. Das ist deren Aufgabe. Das heißt, wir stärken ambulante Notfallversorgung und Prävention durch dieses Gesetz. Das ist das Anliegen des Gesetzes. Einige Details, wie eben der Aufbau, Koordination, weitere Verbesserung der ambulanten Hilfe und Krisenintervention und der Mitwirkung aller Beteiligten, erfolgen aber untergesetzlich. In der Anhörung wurde von den Kliniken gewünscht, die regionale Pflichtversorgung eindeutig in das Gesetz aufzunehmen. Das haben wir gemacht. Der § 10 wird nun ergänzt. Die in Absatz 1 Satz 2 genannte Versorgungsverpflichtung bleibt unberührt. Auf vielfache Anregung wurde auch klargestellt, dass die sozialpsychiatrischen Dienste nicht für psychiatrisch erkrankte Kinder zuständig sind. Hier bleibt die Verantwortung bei den Jugendämtern. Einige Stellungnahmen befassten sich vornehmlich mit Maßnahmen gegen den Willen des Patienten. Hierzu ist festzustellen, Ziel des Gesetzes, diese Maßnahmen erheblich zu reduzieren. Die Instrumente habe ich genannt, zusammengefasst: Prävention, ambulante Hilfen, Krisenintervention, Besuchskommission, Beschwerdestellen und Akteneinsichtsmöglichkeiten. Alles Inhalte des Gesetzes. Es bleibt aber leider immer ein kleiner Teil von Situationen, wo eine Zwangsmaßnahme Leben schützt. Wahnvorstellungen in einem akuten Schub der Psychose sind Beispiele von Eigen- und Fremdgefährdung. Weniger spektakuläre Ereignisse, die jeden von uns betreffen können, möchte ich aber auch nennen. Nach einem
Routineeingriff können manchmal Durchgangssyndrome auftreten. Und hier meine ich, dass Bettgitter und kurzzeitige Fixierung besser sind als Frakturen nach einem Sturz aus dem Krankenbett. Hier könnten auch Patientenverfügungen, das ist eine Anmerkung, die Maßnahmen in bestimmten Situationen definiert erlauben, helfen. Bislang finden Patientenverfügungen hauptsächlich Anwendung, perspektivlose Maßnahmen nach dem Willen des Patienten zu unterlassen. Meine Damen und Herren, das psychisch Krankenhilfegesetz ist eine ganz wichtige Umsetzung unseres Koalitionsvertrages. Psychisch kranke Menschen haben denselben Anspruch auf Hilfe, Zuwendung und Patientenrechte wie körperlich Kranke. Das Gesetz leistet dazu einen ganz wichtigen Beitrag. Abschließend möchte ich all denjenigen danken, die sich für diese Menschen engagieren, Pfleger, Sozialarbeiter und Ärzte. Sie leisten einen ganz wichtigen Dienst am Menschen, der oftmals zu wenig beachtet wird. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Bartelt. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir sprechen heute über das Psychische Krankengesetz. Das ist aus unserer Sicht, wir haben das ja schon in der ersten Lesung gesagt, ein großer Fortschritt in der gesamten Sozialpolitik in Hessen, dass wir dieses Gesetz jetzt auf den Weg bringen können, dass wir das jetzt auch vorliegen haben. Und ich bin auch überzeugt davon, dass dieses Gesetz eine Verbesserung der Situation herbeiführen wird. Die Frage, die sich weiter stellt, ist, sind die Verbesserungen so, wie man sie erreichen könnte, oder sind sie ein erster Schritt in die richtige Richtung? Und da bin ich überzeugt davon, dass man nicht sagen kann, dass das schon das Ende der Fahnenstange ist. Wir haben drei große Fragen. Die erste Frage, die aus unserer Sicht schwierig ist, ist die Frage, sind die kritischen Punkte bei der Frage der juristischen Beurteilung der Eingriffe ausreichend geregelt, oder sind die Rechtsbegriffe zu unbestimmt? Das kann ich natürlich nicht abschließend feststellen, aber wir haben größte Bedenken, dass das so ist. Und wir glauben, dass das wird natürlich auch, ja, auch juristisch sicherlich geklärt werden. Dann wissen wir, wie die Gerichte es sehen. Aber bei der Formulierung haben wir größte Bedenken, dass wir die Rechtsbegriffe nicht ausreichend genau definiert haben. Das ist so die erste, aber eine technische Frage, auch eine Frage, wie gehe ich mit den Grundrechten um. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist die Frage, inwieweit wird dieses Gesetz die Situation der psychisch Kranken in Hessen verbessern. Und ich glaube, diese Frage möchte ich hier heute auch ein Stück weit in den Mittelpunkt stellen und mich auch ganz besonders auf die Anhörung beziehen. Und der Minister wird in seiner Rede, glaube ich, auch sicherlich noch den einen oder anderen Punkt in Bezug auf die Anhörung herausarbeiten, weil er uns ja in der Ausschusssitzung mitgeteilt hat, dass zwischen der Regierungsanhörung und das, was dort personenidentische Mitglieder dann auch der Landtagsanhörung gesagt haben, dass das weit auseinandergegangen ist. Und ich denke, da wird der Minister sicherlich auch noch einmal einen Hinweis geben, ob da noch einmal, wo die Punkte waren und wie die sich haben aufklären lassen. Das ist, glaube ich, für uns auch noch einmal interessant an der Stelle. Weil die Anhörung im Landtag selbst war sehr kritisch. Die war sehr kritisch, und sie hatte auch in verschiedenen kritischen Punkten Ansätze. Die SPD hat einige dieser Punkte in ihrem Änderungsantrag aufgegriffen. Dann haben wir jetzt auch noch einen Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen vorliegen. Ich hoffe ja, dass wir noch einmal in einer dritten Lesung uns mit diesen Themen ausführlich auseinandersetzen können, weil ich glaube, die Detailfragen, die sich aus den beiden Änderungsanträgen ergeben, kann man jetzt in dem Rahmen dieser Plenardebatte, glaube ich, nicht aufgreifen, weil die sehr speziell sind und, glaube ich, ja, den Rahmen hier sprengen würden. Ich möchte aber deutlich machen, und das ist ganz wichtig für die psychisch Kranken in unserem Land, dass die Zwangsmaßnahmen reduziert werden. Ich glaube, dieser Geist trägt dieses Gesetz schon.
Und das vereint auch, glaube ich, alle im Sozialausschuss und mit der Landesregierung, dass das das übergeordnete Ziel ist, Zwangsmaßnahmen, diese harten Eingriffe für jeden einzelnen dieser kranken Menschen zu reduzieren. Und die Frage ist, bleibt natürlich jetzt, und da ist auch dass man übereingekommen ist, dass man da genauer hingucken will und dass man auch das statistisch mal genauer aufarbeiten will. Da gibt es auch, habe ich gesehen, einen Konsens zwischen Opposition und Regierungsmehrheit. Da könnte man auch noch weitergehen. Aber es ist klar geworden, dieses Thema muss das zentrale Thema sein. Und da ist der Ansatz, der grundsätzlich gewählte Ansatz, glaube ich, nicht falsch. Wenn Menschen psychisch erkrankt sind, sollte auf jeden Fall die ambulante Behandlung vor der stationären stehen. Das könnte man stärker herausstellen, aber das ist ein Grundsatz. Warum ist das ein Grundsatz? Je länger die psychisch Kranken in ihrem Wohnumfeld bleiben können, umso, dazu gehört natürlich eine Mindeststabilität, die die Menschen erreicht haben müssen, umso besser kann man die Menschen wieder zurückführen in ihr normales Leben. Und darum ist dieser Ansatz auch richtig. Und wir haben ja auch das Pilotprojekt in Hanau mal so rudimentär erläutert bekommen. Ich werde mir sicherlich auch noch einmal, wenn es die Zeit dann zulässt, auch noch einmal ganz konkret angucken. Ich glaube, das ist ein wichtiger Weg und das ist ein guter Weg, weil das auch die Belegzeiten in den stationären Einrichtungen reduzieren wird. Das ist immer an diesen Schnittstellen zur ambulanten Versorgung, zur stationären Versorgung. Wissen wir, da ist unser System nicht optimal und ich glaube, da setzt das richtig gut an und das muss auch weiter im Fokus bleiben. Und diese Zwangsmaßnahmen, wie wird das denn oft ausgelöst? Jemand ist psychisch erkrankt, er wird mit den Medikamenten eingestellt, hat vielleicht auch noch eine Therapie, geht nach Hause und irgendwann kommt vielleicht so ein Punkt, in dem er glaubt, er kann vielleicht ein bisschen Medikamente selbst absetzen, denkt, es geht ihm besser. Also er kommt vielleicht in eine Phase, in der er sich aufschaukelt, indem er schon merkt, es gibt Zeichen dafür, dass er sich auf eine Krise hin entwickelt. Und die Umwelt nimmt diese Zeichen wahr. Der sozialpsychiatrische Dienst wird eingeschaltet, der fährt mal vorbei und klingelt, wird nicht reingelassen. Die Zugriffsmöglichkeiten sind schwierig. Könnte ich in der Phase dem psychisch Kranken, der seine Selbststeuerungsmöglichkeiten eben zurückgegangen sind, könnte ich in der Phase Hilfe leisten? Würde ich ihn erreichen können? Würde ich die Krise vielleicht verhindern können und damit diese brutalen und harten Zwangsmaßnahmen, die keiner will. Und genau da setzt ja auch das Gesetz an. Die Frage ist natürlich, wie wird es austariert? Und meine Prognose ist ja, dass dieses Gesetz in weiten Bereichen unkonkret ist und am Ende es den Richtern überlassen wird, zu sagen, was darf ich und was darf ich nicht. Und in der Phase zwischen dem unkonkreten Gesetz und dem, was die Juristen dann daraus machen, ist natürlich für alle, die in dem Rahmen arbeiten, die Tätigkeit schwierig. Dennoch, wie gesagt, es ist aller Ehren wert, sich auf diesen Weg zu machen. Da gibt es auch nicht einfach zu sagen, so ist es richtig und so ist es falsch. Es ist der richtige Weg, auf dem wir sind. Es könnte noch stärker herausgearbeitet werden, dieser ambulante Bereich, auch der sozialpsychiatrische Dienst. Und was ganz wichtig in der Anhörung war und was auch Opposition aufgegriffen hat, sind die kommunalen Netzwerke. Da müsste man noch stärker, da ist das Konjunktiv im Regierungsansatz zu wenig aus meiner Sicht. Weil diese kommunalen und regionalen Netzwerke haben aus Sicht der Anzuhörenden, und zwar unisono, und das gibt es in anderen Bundesländern auch schon, unisono eine hervorragende Bewertung in der Prävention und der frühzeitigen Einwirkung gegeben. Und wenn Sie meiner Rede gefolgt sind, wissen Sie, da ist ja der Ansatzhebel. Da ist der Hebel, frühzeitig die entstehenden Krisen zu erkennen. Und wie das immer so ist, das wussten ja schon kluge Philosophen, eine Krankheit im frühen Stadium zu erkennen, ist extrem schwierig, aber in der Regel überlebt es der Patient. Eine Krankheit im späten Stadium zu erkennen, das kann jeder in der Regel, aber es kann auch oft dann zum Tod des Patienten führen. Also je früher wir einsetzen können an der Stelle. Und da spielen aus meiner Sicht diese kommunalen Netzwerke eine deutliche Rolle. Es ist ja sicherlich auch in der Regierung wahrgenommen worden. Ich nehme an, es geht an letzter Stelle geht es wie immer dann an der Stelle ums Geld. Was kann man da sozusagen an Mitteln noch mobilisieren für so einen klugen Weg in diesem Gesetz? Und da, glaube ich, wäre, ich gehe einmal davon aus, dass die SPD dritte Lesung hier beantragt, wird dann in der Möglichkeit dieser dritten Lesung, können wir noch einmal darauf eingehen. Und wie gesagt, ich bin
froh, dass wir dieses Gesetz haben. Ich glaube, dass wir in der rechtlichen Umsetzung, das ist auch ein großer Kritikpunkt von uns, mit unbestimmten Begriffen arbeiten und wir wahrscheinlich vor Gericht ein großes Problem kriegen. Und das Zweite ist natürlich, dass sich ein bisschen zu viel Konjunktiv sich in dem Gesetz wiederfindet. Aber dennoch ist es gut, dass Hessen sich auf diesen Weg gemacht hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat die Frau Abg. Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind alle froh, dass nun Hessen endlich als letztes Bundesland auch das PsychKG umsetzen will. In einer langen Anhörung, und das haben wir ja gerade schon gehört, haben wir die Experten angehört. Und einig sind wir darin, Herr Dr. Bartelt, da gebe ich Ihnen recht, das Gesetz wurde positiv bewertet, weil wir eine neue gesetzliche Grundlage benötigen. Aber es wurden viele Aspekte angesprochen, in denen Expertinnen und Experten bzw. Praktikerinnen und Praktiker Änderungsbedarf dringend angemeldet haben. Wir haben unseren Änderungsantrag genau mit diesen Praktikerinnen und Praktikern abgestimmt und hoffen, dass sie unserem Weg folgen, denn es wird aus den Reihen der Experten befürwortet. In diesem Zusammenhang möchte ich mich auch für die konstruktive Zusammenarbeit mit denen aus der Praxis recht herzlich bedanken. Den Änderungsantrag der Koalition haben Sie leider erst spät eingebracht. Wenn man sich diesen anschaut, kommt man zum Ergebnis, dass Sie nicht ganz so viel ändern wollen und kaum bis gar nicht auf die Kritik der Anzuhörenden eingehen. Das ist sehr schade, meine Damen und Herren. In der Änderung Nummer 2c haben Sie die Einbeziehung der Betreuung geändert. Sie haben sich aber nur auf die Gesundheitssorge beschränkt. Wir sind davon überzeugt, dass auch die Betreuung, die sich ja auf das Aufenthaltsrecht bezieht, aufzunehmen wäre. Auch wurde eindringlich darauf hingewiesen, dass es fachlich höchst problematisch ist, eine zeitweise Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in einer Erwachsenenpsychiatrie möglich zu machen. Daran wollen Sie leider nichts ändern. Das Problem ist aber, oder wir hätten uns gewünscht, dass Sie zum Wohle der Kinder und Jugendlichen agieren, so wie von den zuständigen Ärztinnen und Ärzten vorgeschlagen. Unser Antrag sieht das vor, da fachlich unstrittig den Passus eben zu streichen, meine Damen und Herren. Auch werden Einrichtungen, die nicht Krankenhäuser sind, nicht berücksichtigt. Damit verwehren Sie Hilfesuchenden weitere Möglichkeiten. Auch berücksichtigen Sie die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten nicht. Dabei wären die so wichtig, da sie ein Teil jener Hilfsstrukturen sind. Die Erhebung der Daten, die wollen Sie zwar erweitern, aber es bleibt dabei, dass nur der jeweilige sozialpsychiatrische Dienst die für seinen Bezirk vorhandenen Daten bekommt, also kein Benchmarking, keine Transparenz, so wie gewünscht. Das heißt, keine Möglichkeit, um gemeinsam nach Best-Practice-Beispielen oder auch nach Verbesserungen zu schauen. Schade, auch hier eine Chance vertan. Wir sprechen uns ebenfalls für eine Erweiterung der Berichtspflicht aus bei Zwangsmaßnahmen, bei besonderen Sicherungsmaßnahmen und bei Todesfällen. Wir wollen im Gegenteil zu Ihnen die Berichte allen Einrichtungen und den sozialpsychiatrischen Diensten zur Verfügung stellen, das natürlich anonymisiert, damit Vergleiche ermöglichen und für Verbesserungen zu sensibilisieren. Nachvollziehen, meine Damen und Herren, können wir auch nicht, dass Sie die Begrifflichkeiten ändern, aber inkongruent bleiben. Fluchtgefahr ändern Sie, aber Fesselung und Überwachung bleiben als Begrifflichkeiten. Die Frage ist, ist das so gewollt? Wenn ja, fehlt uns da jegliche Logik. Unser Änderungsantrag greift pragmatisch Änderungsvorschläge aus der Anhörung auf und kommt dem Ziel nahe, dass auch das Gesetz verfolgt. Es geht uns um optimale und pragmatische Behandlungsformen für die Patienten und Patientinnen und dass ein Hilfssystem geschaffen wird mit einer Muss-Vorschrift zu verbindlichen wohnortnahen Angeboten. Und da gehen unsere beiden Anträge schon ein Stück weit auseinander. Wir wollen natürlich alle, CDU
und fraktionsübergreifend, dass wir den Patienten ein Leben außerhalb von psychiatrischen Einrichtungen ermöglichen, einen Klinikaufenthalt vermeiden bzw. verkürzen. Wir wollen aber auch, dass die Angehörigen und auch die Kinder von Eltern mit psychischen Erkrankungen besser unterstützt werden. Ich möchte auch noch einmal hier die Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen. Wir befürworten zum einen, dass das Gesetz einen Anspruch auf Verständigung in der Mutter- oder Herkunftssprache oder auch in leichter Sprache gewährt, um einfach Verstehen, Verständnis und damit auch die Prävention verstärken zu können, meine Damen und Herren. Und Herr Dr. Bartelt, Sie sprachen von ambulanten Hilfen. Wir wollen die verbindlich. Deswegen gehört bei uns zu einem wohnortnahen Angebot auch die Einrichtung eines 24-Stunden-Krisendienstes an allen Wochentagen. Das wäre ein präventives Fund. In anderen Bundesländern funktioniert das bereits, und die Ergebnisse sind da auch eindeutig. Weniger Einweisungen, weil frühzeitig interveniert werden konnte und entsprechende Hilfen zur Verfügung standen. Die Finanzierung, daran scheitert es ja. Sie haben gesagt, das ist konnex. Ja, ist es. In anderen Ländern ist es so, dass es durch eine Pro-Kopf-Pauschale organisiert wird. Daran haben wir uns orientiert. Natürlich muss man dann aber schauen, reicht es oder muss man dann nachsteuern. Außerdem wollen wir regeln, dass die Versorgung schwerer somatischer Erkrankungen Vorrang vor der Einweisung in die Psychiatrie hat. Es ist, glaube ich, einleuchtend, dass im Fall schwer somatischer Erkrankungen die Behandlung dieser Erkrankung Vorrang hat. Hier geht es nämlich um körperliche Unversehrtheit, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, meine Damen und Herren. Wir halten auch weiterhin daran fest, dass die Besuchskommission unangemeldet kommen soll, natürlich mit genügend Zeit, sodass sich die Patienten in ihre Privatsphäre zurückziehen können, diese wahren können. Wie das gelingt, das zeigt das Gesetz in Nordrhein-Westfalen. Wir nehmen auch gerne den Vorschlag der Anzuhörenden auf, dass Psychiatrieerfahrene aus Befangenheitsgründen nur Mitglieder in Besuchskommissionen sein dürfen, in Einrichtungen, in denen sie nicht selbst behandelt wurden. Wichtig ist uns auch, und das ist ein greifen wir neu auf, ist die befristete Zurückhaltung. Die ist immer wieder Thema bei den Experten. Hier geht es um Personen, die freiwillig in eine Einrichtung kommen, die weiterhin eine Fremd- oder Eigengefährdung haben. Und hier geht es um die fürsorgliche Zurückhaltung innerhalb von 24 Stunden zum Schutz des Patienten, meine Damen und Herren. Was uns als Sozialdemokraten fehlt, ist eine Korrektur der Zwangsmaßnahme bei Einwilligungsfehlen. Patienten und Patientinnen. Sie wollen das ja auch reduzieren. Warum passen wir dann nicht gemeinsam das Gesetz an die notwendigen UN-Behindertenrechtskonvention an? Das fehlt leider momentan gänzlich. Wir wollen, dass die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtend ist und alle Soll-Vorschriften zu Muss-Vorschriften werden. Da müssten wir ja uns eigentlich einig sein. Sie haben leider keine Änderungen bezüglich der Regelung bei Zwangsbehandlungen vorgesehen. Das ist natürlich ein sensibler Themenkomplex. Das wissen wir alle. Das hat auch eben Herr Rock gesagt. Wir möchten dort steuern, dass für Patienten sowie für Fachpersonal Regelungen Sicherheit schaffen. Zwangsmaßnahmen, und da sind wir uns ja einig, sollen nach wie vor letztes Mittel sein. Und hinsichtlich der Patientenrechte, meine Damen und Herren, und auch aus der medizinethischer Sicht, ist es gut, wenn Zwangsbehandlungen nur nach erneuter richterlicher Genehmigung nach einer gewissen Wartezeit erfolgen, da hierdurch unter anderem auch gewährleistet ist, dass von einer Zwangsmaßnahme im therapeutischen Sinne durch Beziehungsarbeit mit dem Patienten geleistet werden kann. Unsere Änderung trägt hier der Menschenrechtskonvention, aber auch den Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht aus 2011 und 2013 Rechnung, wonach Zwangsbehandlung einwilligungsfähiger Personen nicht rechtsmäßig sind, meine Damen und Herren. Deswegen bitten wir Sie noch einmal eindringlich, dieser Festlegung von Voraussetzungen, nach welchen Kriterien Zwangsmaßnahmen zulässig und in welcher Form sie durchzuführen
führen sind, dass wir da noch einmal in die Diskussion gehen. Denn wie Herr Rock schon ansprach, sind wir ja alle dafür, dass diese Zwangsmaßnahmen reduziert werden. Weitere Verbesserungsvorschläge, die wir vorsehen wollen, sind das Tragen persönlicher Kleidung zu erlauben, das Nichtausschließen von Personenkreisen bei Besuchen, bei Telefonaten, beim Schriftwechsel, wie z.B. die vertraute Ärztin, der vertraute Arzt, Psychotherapeutin oder Psychotherapeut, die Berücksichtigung der Seelsorge, die Einrichtung von Beschwerdestellen als Mussvorschrift sowie die Einbeziehung der sozialpsychiatrischen Dienste bei der Entlassung. Auch darauf hat Herr Rock schon hingewiesen. Nichts ist so wichtig, dass Menschen begleitet und betreut werden, damit eine Resozialisierung bestmöglichst gelingen kann. Noch einmal, meine Damen und Herren, möchte ich an Sie appellieren, Hilfen im Vorfeld besser zugänglich zu machen, Bedarfe tatsächlich flächendeckend zu decken, zum Wohle der Patientinnen und Patienten, aber auch der Fachkräfte zu agieren, also Patienten- bzw. Beschäftigten orientiert. Wir beantragen eine dritte Lesung, da es, wie Sie sehen, noch Diskussions- und Überarbeitungsbedarf gibt. Und ich denke, wir könnten gemeinsam noch stärker herausarbeiten, den ambulanten Bereich noch besser, noch für uns alle, für die Beschäftigten, für die Angehörigen, aber auch für die Patienten, die es am meisten betrifft, zu verbessern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Bartel, wir teilen durchaus die Freude der Menschen, die Sie vorhin zitiert haben, und die Begrüßung, dass es ein neues Gesetz gibt. Allein man muss das auch ein bisschen einsortieren. Denn was Sie getan haben, ist, Sie haben immer vor dem Komma aufgehört und das Aber, das nach all dieser Freude kam, eben hier nicht benannt. Das finde ich ein bisschen unseriös. Also noch einmal zu schauen, wo sind wir eigentlich gestartet. Das, was hier gerade novelliert wird und einen schönen neuen Namen bekommt, ist das älteste Gesetz, Landesgesetz, das wir in Deutschland noch haben, zu eben dieser Thematik. Und das heißt derzeit, aktuell und immer noch, Gesetz über die Entziehung der Freiheit geisteskranker, geistesschwacher, Rauschgift- oder alkoholsüchtiger Personen und stammt aus dem Jahr 1952. Es ist also nicht wunderlich, dass alle Fachleute unisono in ihren Ausführungen begrüßt haben, dass wir ein neues Gesetz bekommen. Ja, selbstverständlich haben die das begrüßt. Das war ja auch mehr als überfällig. Und dann haben diese Fachleute ein Komma gemacht und aber gesagt, und zwar auch alle. Und auch das können Sie nachlesen. Ich könnte jetzt hier auch von meinen 10 Minuten Redezeit 7 damit verbringen, die Fachleute zu zitieren, was sie alles wo und wie intensiv kritisiert haben. Ich möchte ein einziges Beispiel nennen aus der Anhörung, das, glaube ich, gut beschreibt, wie der Zustand tatsächlich ist. Sie haben vorhin, Herr Bartel, genannt, wie sehr sich jemand darüber gefreut hat, dass er 2 oder gar 2,5 Stellen schaffen kann für einen ganzen Landkreis. Ich möchte einen anderen Kollegen dort zitieren, der gesagt hat, wenn ich die Stellen schaffen würde, die ich schaffen müsste, um eine gute Arbeit zu machen und das zu leisten, was geleistet werden muss, um das Problem zu lösen, müsste ich einen Anbau hinstellen, damit ich das Personal unterbringen kann. Ich glaube, das ist bezeichnend für unsere Situation. Und wenn wir uns das anschauen und dann noch einmal dazu gucken, wie kommen wir denn in diese Lage, dann hat es auch etwas damit zu tun, dass wir ein strukturelles Problem haben, wo ich durchaus anerkennen will, dass man damit Schwierigkeiten hat, es zu lösen, weil die Krankenkassen eben ein sehr, sehr schwieriger Verhandlungspartner sind, will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber wenn wir auf der einen Seite eine Situation haben, dass dann, wenn der Mensch in ärztlicher Behandlung ist oder in der Klinik ist, die Finanzierung klar geregelt ist, ist die Krankenkasse. Dass dann, wenn der Mensch das aber nicht tut, sondern
krank wie er ist, sich eben entzieht und wir mit anderen Möglichkeiten versuchen müssen, an ihn ranzukommen oder ihm andere Angebote zu machen, dass die Krankenkasse sich eben nicht zuständig fühlt. Das heißt, es ist dann ein Problem der offenen Hand, der öffentlichen Hand ist und damit auch einer anderen Finanzierung. Und klar ist es ein Problem, aber das muss man lösen. Das haben andere Länder weitestgehend gelöst. Und es ist immer noch an vielen Stellen sehr suboptimal. Und man muss mit den Krankenkassen auch klar verhandeln. Denn die sind doch die, die am Ende weniger Geld ausgeben müssen, wenn weniger viel stationär behandelt werden muss, was ja bekanntermaßen auch die teuerste Form der Behandlung ist. Das heißt, weniger stationäre Behandlung geht zugunsten der Krankenkasse und zulasten der Finanzierung der öffentlichen Hand. Und außerdem hat man ein Schnittstellenproblem, nämlich wie kommuniziert man gut miteinander. Aber das haben viele Bundesländer sehr gut gelöst. Und da gibt es auch in Hessen gute Beispiele, die man sich angucken kann, die man ausweiten kann. Wenn man dann die guten Beispiele anguckt und benennt, stellt man fest, ganz viele sind Modellversuche, die zeitlich befristet sind und die auch wirtschaftlich, eben weil sie zeitlich befristet sind, eine Befristung haben. Das heißt, hier muss man doch zumindest einmal sicherstellen, und das ganz schnell, wie man die Dinge, die gut laufen, verstetigen kann. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten eine andere Debatte zu diesem Gesetz gehabt, nämlich eine Debatte, in der man sich sehr viel deutlicher zusammensetzt, um zu lösen, wie kriegt man die Probleme an der Schnittstelle in den Griff, wie kann man benennen, wo sind die finanziellen Grenzen und was ist im Rahmen dieser Grenzen möglich, wenn man denn diese Grenzen im Auge behalten muss, was ich ja bei einer Regierung durchaus verstehe. Ich möchte hier nicht einen Wünsch dir was machen, weil da hätte ich viele Wünsche. Aber ich glaube, man muss lösungsorientierter arbeiten, als Sie es an der Stelle getan haben. Und das heißt für mich auch, sich mit den Beteiligten so zusammensetzen, dass man formuliert, wie das Ziel am Ende aussehen soll. Und das tut dieses Gesetz eben leider nicht. Wie das Ziel aussehen soll, die Hilfe zu organisieren für Menschen, die psychisch krank sind. Und auch hier, Herr Dr. Bartel, muss ich Ihnen noch einmal widersprechen, weil es was um die Anzahl geht. Sie haben die beschrieben, die vom sozialpsychiatrischen Dienst erfasst sind und das mit 5% beziffert. Das ist sicherlich richtig. Da sind aber nicht alle die erfasst, die mit ihrer Krankheit gar nicht behandelt werden, irgendwie irgendwann somatisieren und womöglich daran versterben. Da sind alle die nicht erfasst, die sich auf eigene Faust einen Arzt, einen Therapeuten gesucht haben, von ihrem Hausarzt behandelt werden, irgendwie medikamentiert werden oder die, die sich in Psychotherapie befinden, die, die es gar selber bezahlen und die dort nie aufschlagen. Das heißt, die tatsächliche Zahl der Erkrankten ist deutlich höher als die 5%. Das muss man sich einfach noch einmal klar machen. Wir reden hier von einem durchaus relevanten Anteil unserer Bevölkerung, und zwar aller Altersgruppen. Wenn wir uns das also klar machen, ist die Notwendigkeit, wie wir damit umgehen müssen, doch noch viel dringlicher. Und wir müssen wirklich hinbekommen, zu sagen, wir brauchen ein Ganzes, in dem zusammengearbeitet wird. Und wir müssen diese starren Grenzen überwinden. Das ist eine Mammutaufgabe. Wir hätten ein Gesetz haben können, in dem man sagt, das hier ist jetzt der erste Schritt. In 2 oder in 3 Jahren, wenn wir den umgesetzt haben, sehen wir weiter. So ist das Gesetz nicht angelegt. Wir können das nicht mit einem Mal stemmen. Wir können nicht aus einem bestehenden System mit einem Schnips sagen, wir schreiben ein Gesetz auf, das machen wir gut und perfekt, und ab morgen wird die Welt besser. Wir haben weder die Räumlichkeiten, noch haben wir das Personal, noch haben wir die Strukturen. Das alles muss entwickelt werden. Wir haben bei den Gesundheitsämtern zum Teil gar nicht das Geld, die Ärzte, die man brauchen würde, zu bezahlen. Die klagen doch alle darüber. Das ist doch ein Riesenproblem. Wenn man auf einem Markt, der ohnehin abgeschöpft ist und sehr, sehr eng ist, versucht, Personal zu finden und auszuweiten, dann muss man dem Personal auch gute Angebote machen können. Dazu ist die Situation überhaupt nicht gegeben. Die klagen doch jetzt schon darüber, dass sie Schwierigkeiten haben, die Stellen zu besetzen, die sie dringend besetzen müssten. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahren. Also da muss man doch ganz sich auch ehrlich in die Augen gucken und sagen, wo die Probleme sind und sie benennen. Von daher wäre ein gestuftes Gesetz möglicherweise hilfreich gewesen, zu sagen, wir machen jetzt den ersten Schritt, um dann den zweiten, den dritten und den vierten folgen zu lassen und mal an irgendeiner Stelle zu beschreiben, wie es aussehen soll, wenn es am Ende gut ist. Dieses Gesetz ist so schlecht, dass alle, aber unisono alle gesagt haben, ja, wir freuen uns, dass ein neues Gesetz auf dem Tisch liegt, aber, und dann noch einmal wörtlich ein Zitat, auch wenn es ganz schlecht ist. So, und das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Ihre Änderungsvorschläge sind wenig hilfreich, lösen die Probleme nicht.
und man hätte das, was die SPD eingebracht hat, mindestens mal ernsthafter diskutieren müssen, die nämlich viele der Schwächen des Gesetzes wirklich abmildern. Es ist damit auch noch nicht gut. Ich glaube, auch mit diesem Ansatz kann man es nicht wirklich ein gutes Gesetz daraus machen, weil man tatsächlich anders hätte rangehen müssen. Sie sind gut beraten, vor der dritten Lesung noch einmal ausführlich sich zu beraten, mit den Menschen zu reden, die mit diesem Gesetz arbeiten, mit den Betroffenen zu reden und zu überlegen, ob sie nicht noch einmal ein großes Stück weit zurückrudern und einen neuen Ansatz machen, auch wenn das bedauerlicherweise bedeutet, dass wir noch eine Weile mit dem anderen leben müssen. Oder wir sagen gemeinsam, wir machen das hier jetzt, um aber sofort in die nächste Phase zu gehen. Auch das wäre eine Möglichkeit. Nur das, was Sie uns angeboten haben, das ist keine Lösung, hilft den Menschen wenig und sollten Sie dringend überdenken. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat der Abg. Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Frau Kollegin Schott hat es angesprochen. Nach mehr als 60 Jahren soll das alte Freiheitsentziehungsgesetz endlich durch ein modernes Gesetz abgelöst werden. Wir haben es in erster Lesung eingebracht. Wir behandeln heute die zweite Lesung. Ich bin froh, Frau Kollegin Schott, dass wir einen Themenkomplex, den wir in der ersten Lesung noch sehr, sehr strittig hier diskutiert haben, heute von Ihnen nicht noch einmal vorgebracht wurde. Ich denke, mindestens das hat die Anhörung gezeigt. Niemand hat mehr gesagt, Zwangsmaßnahmen grundsätzlich zu verbieten. Niemand hat mehr, so wie Sie es einmal gefordert haben, dass jegliche Zwangsmaßnahme gegen psychisch Kranke ein Verstoß gegen die UN-Konvention sind oder gegen Menschenrechte verstößt. Niemand hat das in der Anhörung bestätigt. Es gab von allen Menschen, die dort waren, und von Ihrem Experten auch, ein Chefarzt aus einer Klinik, der selbst Zwangsmaßnahmen durchführt, den dringenden Wunsch, die Zwangsmaßnahmen zu reduzieren. Und da kann ich Ihnen sagen, das haben auch jetzt alle Fraktionen, das habe ich rausgehört, das ist der Wunsch aller. Wenn Menschen eine psychische Krise haben, dann darf es nur Ultima Ratio sein, dann darf es nur die letzte Möglichkeit sein, Zwangsmaßnahmen und Freiheitsentziehung anzuwenden. Und genau das steht genau so in diesem Gesetz drin und ist auch so aufgegriffen worden. Da gibt es also große Zustimmung bei der Anhörung über diese Frage, die ja sehr ideologisch zum Teil diskutiert wird. Zweitens. Dieses Gesetz führt zusammen, dass Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke endlich gesetzlich zusammengeführt werden. Das ist eine gute Überlegung. Und ich sage, Sie haben selbst gesagt, Frau Kollegin Dr. Sommer, dass Hessen sehr spät dran ist. Der Vorteil, wenn man spät dran ist, ist, man kann die Erfahrung anderer Bundesländer auswerten. Und ich verrate Ihnen wenig Geheimnisse, wenn ich sage, viele dieser Formulierungen basieren auf Gesetzgebung anderer Bundesländer. Insofern, Herr Kollege Rock ist wieder im Raum, die Beklagbarkeit, ob das juristisch unbestimmt ist oder nicht, hat sich für uns qua aktiven Handeln erledigt. Seit mehreren Jahren sind andere Gesetze in Kraft. Sie sind nicht beklagt worden. Es gibt dazu auch überhaupt keine juristischen Gefahren. Genau darauf basiert unser Gesetzentwurf. Die Gefahr einer juristischen Beklagbarkeit ist sehr gering. Man kennt die Juristen. Ja, genau. Ich wollte aber gerade sagen, hier sitzen so viele Juristen, die wissen selbst, man kann alles beklagen. Wie es ausgeht, weiß man in der Regel auch nicht. Aber wir können es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass das, was wir geschrieben haben, rechtlich unzulässig ist. So, das Ergebnis dieses Entwurfs atmet auch den Geist der Prävention. Ich habe es gesagt, und wir versuchen, alles daran zu setzen, um die auch zu stärken. Mit den Stärkungen der sozialpsychiatrischen Dienste wird noch einmal eine Struktur gestärkt in Hessen, dass es tatsächlich gelingt, schon so früh wie möglich die Angebote zu koordinieren. Denn für jemanden, der Ihnen zugehört hat, hat den Eindruck, in Hessen gibt es ja praktisch nichts. Dieses Gesetz muss erst einmal alles neu erfinden. Wir haben eine ambulante, gute ambulante Behandlungsstrukturen, wo wir einen Fachkräftemangel haben, gerade bei Kinderpsychiatern oder auch bei Psychotherapeuten. Da fehlen uns Fachkräfte in der Tat. Aber wir haben eine gute ambulante Struktur. Und in tiefen Krisen gibt es dann die Psychiatrien und die Krankenhäuser. Auch das gibt es schon. Die Frage ist ja jetzt, wir mussten zwei Dinge regeln. Wie kann man so früh wie möglich eine Unterbringung verhindern? Das wird uns dadurch gelingen, dass wir genau die ambulanten Strukturen besser koordinieren, besser fördern. Und da haben wir einen Dissens zu Ihnen, Frau Dr. Simmer. Ich würde die Krisendienste und ich möchte die Krisendienste auch deshalb nicht gesetzlich festschreiben. Allein schon einem Grund.
nicht nur, weil es konnex wird und teuer wird, sondern weil wir die Hauptverantwortlichen, nämlich die kassenärztlichen Vereinigungen über den ärztlichen Bereitschaftsdienste und die Krankenkassen, die eigentlich einen großen Gewinn daran haben, wenn die teuerste Versorgung, nämlich die krankenhäusliche Unterbringung, nicht stattfindet, diese beiden Akteure würden wir komplett aus der Verantwortung entlassen, wenn wir das als eine gesetzliche Vorschrift formulieren würden. Und ich sehe den Kollegen richtig. Das ist richtig. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Bartel, dass Sie das auch so sehen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, man kann, man muss die Initiative. Das ist Quatsch. Herr Merz ist wieder im Raum. Wir begrüßen Sie, Herr Merz. Der Punkt ist, dass wenn wir das gesetzlich festschreiben, dass wir Krisendienste hier ins Gesetz reinschreiben, werden wir alle Krisendienste finanzieren müssen, und zwar als Landesanteil. Und jetzt reagieren Sie vielleicht später noch einmal auf meinen Argument, dass wir dann die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung komplett aus der Verantwortung entlassen. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Darauf haben Sie, können Sie gar keine Antwort geben, weil Sie zu viel Geld haben. Vielleicht, das mag so sein. So, weil es konnex wird, wenn Sie ins Gesetz schreiben. Vielleicht machen Sie noch einmal einen Nachhilfekurs, einen kleinen Nachhilfekurs darüber, was Konnexität betrifft. So, und was haben wir nun getan? Wir haben natürlich dieser Anhörung zugehört. Ich kann Sie eh nicht verstehen. Ich höre dann immer so ein lautes Geräusch, aber was Sie sagen, höre ich eh nicht. Und um den Änderungsanträgen haben wir noch einmal angebracht. Ja, wir haben die Anhörung ja gemacht. Die haben wir alle dabei gesessen. Wir haben die so wahrgenommen, dass viele gesagt haben, wir haben da 36 Paragraphen drin, da sind über 100 Regelungen vorgesehen. Und dass es dort weitere Verbesserungen gibt, halten wir für einen ganz normalen Vorgang. Deswegen haben wir auch zugehört. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir die Krisendienste tatsächlich, das, was Sie Krisendienste nennen, nennen wir die Angebote außerhalb der normalen Geschäfts- und Bürozeiten, weil die Krisen eben so anfallen, dass sie sich nicht nach Bürozeiten richten. Deswegen soll das von dem sozialpsychiatrischen Dienst auch noch einmal explizit ins Auge gefasst werden. Ich persönlich kann mir auch vorstellen, dass wir da in einem nächsten Schritt auch über andere Fördermöglichkeiten oder Kooperationen über Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigung weiter nachdenken. Aber sie jetzt festzuschreiben, wäre viel zu früh. Wir würden die Verantwortlichen entlassen. Aber was wir noch mit aufgenommen haben, ist neben diesem Punkt, dass wir das auch gesehen haben, dass viele gesagt haben, dass Studien festgestellt haben, je früher wir mit diesen ambulanten Angeboten auf psychisch Kranke eingehen, desto geringer sind die Zwangsmaßnahmen später. Das sehen wir, und deswegen wollen wir doch, dass das eine politische Handlungslinie wird. Das haben wir auch aufgegriffen und explizit noch einmal so formuliert. Zweitens. Den untergebrachten Personen, auch das war ein Vorwurf, den untergebrachten Personen wird es ermöglicht, uneingeschränkt zu Anwälten und oder in Rechtsbeiständen Kontakt aufzunehmen und auch uneingeschränkt zu ihren Ärzten, behandelnden Ärzten, die sie vorher in Kontakt befunden haben, Kontakt aufzunehmen. Auch das war eine Forderung. Zweitens, das haben wir mit aufgenommen. Und drittens, es wird klar beschrieben, in welchem Umfang die Dokumentation an die Fachaufsicht zu erfolgen hat. So ist aus unserer Sicht eine transparente Dokumentation und Evaluation des Gesetzes möglich, weil wir dann nämlich genau wissen, was ist vor Ort passiert, warum ist es passiert, wie lange ist es passiert. Genau das war ja unser Ansinnen aller Parteien, dass wir im Nachhinein sagen können, was passiert eigentlich hier in den Krankenhäusern Hessens. Das wollen wir, das ist ein Ziel, das ist das dritte Ziel, was wir damit verfolgen, mit unserem Änderungsantrag. Es sind noch eine Fülle kleinerer Veränderungen. Ich nenne noch, die Kinder und Jugendlichen verbleiben in der Zuständigkeit des Jugendamtes. Und Sie haben es angesprochen, Frau Dr. Sommer. Wir haben gesagt, die Zuständigkeit bleibt bei den Jugendämtern. Das ist gut so. Aber was Sie gesagt haben, warum wir das nicht gestrichen haben, dass im Notfall auch ein Jugendlicher in einer Erwachseneneinrichtung für kurze Zeit untergebracht werden kann, halte ich für gerade für bestimmte Bereiche des ländlichen Raums für eine richtige Entscheidung, wenn nämlich in der Nähe, wenn es eine intensive Krise gibt, dass dann für einen Tag erst einmal überhaupt eine Einrichtung, die ihn aufnehmen kann, als dass es überhaupt keine gäbe, dann ermöglicht dieses Gesetz, das für kurzfristig wenigstens zu tun. Dass das langfristig keine Lösung ist, darüber besteht Einigkeit. Sie sehen, wir haben viele präventive Maßnahmen, viele Hilfen geregelt, wir haben vieles ermöglicht. Vor allem haben wir aber genau den Punkt, der eigentlich der Auslöser war. Der Auslöser darüber war, was eigentlich passiert bei Zwangsmaßnahmen, dass wir in ganz verschiedenen Möglichkeiten jetzt Beschwerdestellen, Patientenfürsprecher, Besuchskommission festgelegt haben, eine Fülle von Rechten und transparenten Kontrollen, damit es, wenn es zu Zwangsmaßnahmen kommt, auch tatsächlich die Bürgerrechte so weit wie möglich gewahrt werden, weil wir wissen, dass es ein Freiheitsentzug ist. Aber genau das atmet dieses Gesetz. Das basiert auf vielen anderen Bundesländergesetzen. Wir haben das lange diskutiert. Und ein letzter Punkt. Wir haben es lange diskutiert, über 2 Jahre, auch im Fachbeirat.
allen Beteiligten war eine große Von allen Beteiligten wurde eine große Zustimmung signalisiert. Das entbindet natürlich nicht davon, dass man bei einer Anhörung noch Einzelinteressen vorgetragen bekommt. Aber da gab es mindestens genauso viele im Saal, die den einzelnen vorgetragenen Interessen unter Umständen sogar widersprochen haben. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Nur man hat nicht bei einer Anhörung das vorgetragen, was einem nicht passt. Aber jeder einzelne Punkt, Frau Sommer, den Sie vorgetragen haben, gab es Leute im Saal, die auch gesagt haben, nö, das braucht man eben nicht so zu regeln. Das ist nämlich eine Fesselung, uns fehlt dann die Flexibilität. Und jetzt bleibt übrig, dass Sie sagen, wir wären unter Umständen zu viel soll und zu wenig muss. Ich kann Ihnen sagen, wenn andere, viele andere Bundesländer mit solchen Regelungen gut gefahren sind, frage ich mich, warum es unbedingt alles mit muss beschrieben wird, wenn es mit soll auch funktioniert, weil wir dann wissen, dass es im Zweifel auch eine Flexibilität gibt, in Not- und Krisensituationen davon abzuweichen. Und ein Letztes, wenn Sie das kritisieren, ich will es nur einmal so sagen, wir haben beim Ausschuss kurz darüber geredet. Ich finde das ein legitimes Vorgehen, dass man sich an andere Gesetze anlehnt, sie prüft, auf Hessen umwandelt und dass man sie tatsächlich dann auch auf das Beste raussaugt. Und das haben wir in diesem Gesetz reinformuliert. Und Sie von der SPD haben ihren Paragraphen zu Behandlungsmaßnahmen, § 20, haben Sie komplett aus dem Berliner Gesetz abgeschrieben, genauso wie Sie in unserem Gesetz einige Paragraphen aus Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen oder Bayern finden. Das ist natürlich, wie gesagt, der Vorteil einer späten Gesetzgebung. Aber insofern haben Sie das Rad auch nicht neu erfunden. Und es war, Berlin war uns auch nicht unbekannt. Berlin war uns nicht unbekannt. Das wird Sie jetzt nicht überraschen. Das, was Sie schreiben, über zwei DIN-A4-Seiten, komplett Paste and Copy gemacht. Herr Merz hat sich im Ausschuss darüber aufgeamselt, dass ich ihm Paste and Copy vorgeworfen habe. Herr Kollege Bocklet, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ja, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Das haben Sie gemacht, Paste and Copy über zwei Seiten aus Berlin. Wir finden, dass Berlin nicht so gut ist. Wir finden unseres besser. Das ist die Antwort. Und deswegen braucht man, wir müssen wenigstens mal sagen, dass Sie das Kopierrecht sich aus Berlin abgeschrieben haben. Alles ist gut. Sie haben das Rad nicht neu erfunden. Wir finden, haben ein sehr gutes, solides Gesetz. Und wir werden selbstverständlich in den nächsten Jahren immer wieder schauen, ob es Nachsteuerungsbedarf gibt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Bocklet, meine Damen und Herren, bevor wir hier in der Debatte weitermachen, begrüße ich auf der Besuchertribüne den Gouverneur der kroatischen Nationalbank, Herr Boris Vucic. Sind Sie uns herzlich willkommen. Und jetzt kommt eine Kurzintervention vom Kollegen Gerhard Merz. Bitte sehr. Meine Damen und Herren, ja, das mag sein, dass die SPD das Rad nicht neu erfunden hat, aber Sie haben auch den tiefen Teller nicht erfunden. Das will ich Ihnen jetzt gerade einmal sagen. Herr Kollege Bocklet, wenn er frech wird, dann hier gibt es für nichts Rabatt. Hier gibt es für nichts Rabatt. Punkt 2. Sie haben in der Ausschusssitzung sich lustig gemacht über die Arbeit einer Oppositionsfraktion, der kein Regierungsapparat bei der Seite stand, die sich die Mühe gemacht hat, in Zusammenarbeit mit den Fachleuten, die sich über ihre Presseerklärung aus der Anhörung heraus, mitten aus der Anhörung heraus, sehr geärgert haben, in Zusammenarbeit mit denen einen ausführlichen Änderungsantrag, natürlich auch unter Einbeziehung der Erfahrungen in anderen Bundesländern, vorzulegen. Das haben Sie mit Copy und Paste abqualifiziert, und darauf habe ich so reagiert, wie man auf Frechheit reagiert, nämlich hart und scharf. So, jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Sie haben gesagt, dass die ständigen Krisendienste nach unserer Regel die Kassenärztlichen Vereinigungen und andere Verantwortliche außen vor lassen würden. Ich lese Ihnen jetzt einmal den einschlägigen Vorschlag vor. Ständig erreichbare regionale Krisendienste ergänzen das Angebot ambulanter Hilfen. Bei der flächendeckenden Einrichtung und Ausgestaltung wirken die beteiligten Landkreise und kreisfreien Städte zusammen. Das Nähere regelt die Landesregierung durch Verordnung. Geeignet, das ist jetzt der Satz. Geeignete Personen und Organisationen können bei der Ausstellung des Angebots nach Satz 1 einbezogen werden. Jetzt können wir darüber reden, ob man das Können durch ein Sollen ersetzen soll. Da würde ich beim nochmaligen Studium und im Lichte dieser Debatte sagen, ja, da mag Können, wie übrigens an vielen anderen Stellen im Gesetz auch, vielleicht zu schwach sein. Aber es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass hiermit irgendjemand aus seiner Verantwortung entlassen wird, sondern hier steht klar, Kommunen, Landkreise und andere, und dazu gehört natürlich in erster Linie auch die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Kassen, müssen mit und sollen mit einbezogen werden. So, dann können wir, wie gesagt, über die Formulierung reden, aber über den Grundsatz kann doch überhaupt kein Zweifel sein, was hier gemeint ist. Herzlichen Dank.
Ja, ja. Vielen Dank, Kollege Merz. Jetzt kommt die Antwort. Kollege Bocklet, bitte. Auch heute die wahnsinnig überraschende Botschaft, auch heute sind Krisendienste schon möglich. So einfach ist es, weil es ein ambulantes Angebot ist. Ambulante Dienste können heute auch schon angeboten werden, die außerhalb der Zeiten sind, in Kriseninterventionen vor Ort in Wohnungen gehen. Das ist heute schon möglich. Die Frage ist, ist es im Gesetz hinreichend bedacht? Wir haben es noch einmal weiter geöffnet und den Hinweis gegeben. Insofern sind wir von der Sache wohl offensichtlich einig. Die Frage ist nur, wenn Sie sagen, es muss ein Krisendienst, so wie Sie ihn formuliert haben, drinstehen, dann wird er auch, wenn das Land das einrichten muss, dann ist es auch logisch, dass es konnex ist. Und genau das wollen wir vermeiden, weil dann die Finanzierung ausschließlich beim Land liegt. Und das halten wir in hohem Maße ungerecht, weil mindestens zwei Drittel der Verantwortlichen, nämlich Kassenärztlichenvereinigung oder Krankenkassen, eigentlich dann aus der Verantwortung gelassen werden. Nur um das noch einmal zu erläutern. Ansonsten wollen wir selbstverständlich auch ambulante Angebote, die Kriseninterventionen machen. Da sind wir, und so steht es auch im Gesetz drin. Vielen Dank. Kollege Bocklet, das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir behandeln in zweiter Lesung heute ein Gesetz, bei dessen Einbringung ich im September letzten Jahres gesagt habe, dass ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Gesetz einen großen Fortschritt darstellt. Und an dieser Auffassung hat sich bis zum heutigen Tag auch nichts geändert, auch nicht nach der Anhörung im Sozialpolitischen Ausschuss. Es ist an der Zeit, dass nach 65 Jahren das auf Polizei- und Ordnungsrecht basierende Hessische Freiheitsentziehungsgesetz durch ein modernes und den heutigen Ansprüchen genügendes psychisch Hilfekrankengesetz abgelöst wird. Und natürlich, und deswegen habe ich das sehr deutlich gesagt und werde das an einzelnen Punkten auch noch einmal im Einzelnen belegen, ist die Erstellung dieses Gesetzes ein sehr langwieriger Diskussionsprozess vorausgegangen. Ich habe selten eine Entstehung eines Gesetzes miterlebt, in dem im Vorfeld schon über Expertengespräche, über den Psychiatriebeirat, über viele Institutionen die Anregungen, die zum Teil auch jetzt wieder in Anträgen vorliegen von der Oppositionsfraktionen, diskutiert worden sind und dann eine Entscheidung getroffen worden ist, ob man es ins Gesetz aufnimmt oder ob man es nicht ins Gesetz aufnimmt. Also, ich sage mal, das Thema Krisendienst, also ich würde es besser als Krisenhilfen bezeichnen, war sehr lange Thema im Hessischen Fachbeirat gewesen. Und dort wurde letztendlich einvernehmlich besprochen, dass es zunächst einer inhaltlichen Diskussion bedarf, was denn damit überhaupt gemeint ist und was gebraucht wird. Und insofern war auch schon an dieser Stelle innerhalb des Fachbeirates klar, dass man versuchen muss, einen Fachtag durchzuführen, in dem letztendlich man genau festlegt, was Krisenhilfen bedeuten und inwiefern möglicherweise Pilotprojekte geeignet sind, in einer Frage der Evaluation dieses Gesetzes in Zukunft zu einer anderen Formulierung oder einer anderen gesetzlichen Fixierung zu kommen. Nur, was momentan gefordert ist, ist an dieser Stelle eindeutig zu früh. Deswegen ist die Fragestellung dessen, was in den Anhörungen auch dargelegt worden ist, in Teilen wohl in den Änderungsanträgen der Koalitionsfraktionen mit berücksichtigt worden. Insbesondere die Fragestellung dessen, was im Hinblick auf Besuchskommissionen, in Bezug auf die Fragestellungen von 24 Stunden Krisendienst gemeint ist. Deswegen will ich, weil es gerade die Frage Krisendienst gewesen ist und Krisenhilfen, schon noch einmal auch verdeutlichen, dass ich sage, wir haben zwei 24 Stunden Krisendienste. Das sind auf der einen Seite für die medizinischen Notfälle logischerweise die Krankenhäuser in Hessen. Es ist aber auch die Landespolizei. Und jetzt verbindlich diese 24 Stunden auf sozialpsychiatrische Dienste zu übertragen, ist letztendlich ein Weg eines neuen Aufbaus eines neuen Angebotes, das nach meiner Auffassung nach so nicht notwendig ist. Wir müssen Krisenhilfen, deswegen sage ich das ja schon, noch einmal verbessern. Aber hierfür sind eben alle an der psychiatrischen Versorgung Beteiligten mit einzubeziehen. Weil nur so kann man auch regionalen Unterschiedlichkeiten gerecht werden.
und einen niedrigschwelligen Zugang zu Hilfesystemen außerhalb der Regelarbeitszeit von Behörden und sozialpsychiatrischen Diensten oder Beratungsstellen wird von mir auch unterstützt. Mir ist doch auch bekannt, dass die Unterbringungszahlen in psychiatrischen Krankenhäusern während der Abendstunden und an den Wochenenden steigen. Deswegen müssen Hilfsangebote also auch in diesen Zeiten vorgehalten werden, um Unterbringungen zu vermeiden. Deswegen ist ja entschieden worden, in dem Antrag dieses auch in den Gesetzentwurf mit aufzunehmen und ambulante Hilfen auch außerhalb der Regelarbeitszeiten zugänglich zu machen. Auch das Thema Zwangsbehandlung, also Unterbringung, Behandlung, Sicherungsmaßnahmen wie z. B. Fixierungen werden zurzeit sehr intensiv diskutiert. Unbestritten ist, dass die Reduzierung von Zwang das Ziel in der Psychiatrie ist. Sie können mir sicherlich folgen und mir auch nichts anderes unterstellen, dass ich genauso froh wie viele andere wäre, wenn wir Zwang in der Psychiatrie gänzlich vermeiden könnten. Aber leider wird es immer wieder Situationen im Praxisalltag einer psychiatrischen Klinik geben, bei denen eine Behandlung gegen den natürlichen Willen einer Person unumgänglich ist. Für diese Fälle ist es die Pflicht eines Rechtsstaates, dafür zu sorgen, dass keine Grauzonen und dass es keine rechtsfreien Räume mehr gibt. Eine Zwangsmaßnahme stellt einen derart schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte der betroffenen Person dar, dass ganz hohe Hürden zur Anwendung gesetzlich geschaffen werden müssen. Und eines der Ziele dieses Gesetzes ist es jedoch, bereits sehr viel früher anzusetzen, indem es Instrumente bietet, eine Unterbringung und insbesondere Zwangsmaßnahmen bereits im Vorfeld zu verhindern. Und aus genau diesem Grund soll der Aufbau von Hilfsangeboten und Schutzmaßnahmen ein Hauptbestandteil auch dieses Gesetzes sein. Und durch die Verankerung von Berichtspflichten an die Fachaufsichtsbehörden wird sich die Datenlage über die psychiatrische Versorgung und Zwangsmaßnahmen erheblich verbessern. Und insbesondere im Bereich der Ausübung von Zwang gegenüber Patienten ist die Sammlung umfassender Daten erforderlich. Es gibt hierzu in Hessen bisher noch keine belastbare Datenlage. Nur wenn wir wissen, wie die derzeitige Lage ist und welche Faktoren eine Rolle spielen können, kann eine Verbesserung der psychiatrischen Versorgung erfolgen. Insofern gibt es auch eine erweiterte Berichtspflicht der psychiatrischen Krankenhäuser in dem vorliegenden Gesetzentwurf. Ein Satz noch dazu, was nachträgliche Datenerhebung, die ja auch gefordert ist, bedeutet. Sie ist schlicht und einfach nicht zielführend, weil die nachträgliche Erhebung ist nicht nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Alle Einzelfälle müssten nachträglich gesichtet und erfasst werden. Aber damit ist die Qualität der Dateneingabe immer noch nicht gesichert und damit auch die Validität der Ergebnisse. Und wenn man daraus dann auch noch Schlussfolgerungen sieht, kann man möglicherweise auf einem vollkommen falschen Pferde gelockt werden. Insofern hilft uns eine nachträgliche Datenerhebung an dieser Stelle überhaupt nichts. Was die Fragestellung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention anbelangt, wissen Sie, dass die Hessische Landesregierung beschlossen hat, dass alle Gesetzesvorlagen und Verordnungen nach den Normen der UN-BRK geprüft wird. Das ist selbstverständlich auch bei diesem Gesetzentwurf geschehen. Und es ist vollkommen klar an dieser Stelle, dass die Vereinbarkeit festgestellt worden ist und es keine verbindlichen gesetzlichen Vorschriften geben muss, die über das, was in dem Gesetzentwurf aufgeführt ist, hinausgehen. Insofern sind auch die Vorgaben der UN-BRK vollumfänglich erfüllt worden. Herr Minister, Frau Kollegin Schott wollte Ihnen gerne eine Frage stellen. Nein? Auch gut. An der Stelle will ich auf eines eingehen, was Herr Kollege Rock gesagt hat. Ja, wir machen die ersten Schritte. Ganz bewusst ist dieses Gesetz auch als ein lernendes Gesetz angelegt. Weil wir müssen erst einmal Erfahrungen machen mit einem Instrument, das es in Hessen bisher auf diese Art und Weise noch nicht gegeben hat. Und im Rahmen eines solchen lernenden Gesetzes werden sich auch möglicherweise zusätzliche Regelungsbedarfe ergeben können. Und dann sind wir frei, im Sinne einer fortlaufenden Verbesserung diese auch noch entsprechend mit einzuführen. Ansonsten haben wir ja im Ausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung noch ausreichend Zeit, jetzt nicht gestellte Fragen zu beantworten oder zu diskutieren zu diesem Gesetzentwurf. Ich gehe davon aus, dass die dritte Lesung beantragt worden ist des Gesetzes. Ja, gut. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit. Herr Minister, herzlichen
Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Es ist beantragt worden die dritte Lesung. Dann überweisen wir den Gesetzentwurf und den Änderungsantrag dem Fachausschuss zur Vorbereitung der dritten Lesung. Ist so. Auch gut.